In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr Marvel Champions in eine Roguelike-Kampagne verwandelt. Dafür gibt es eine App. Die App, die habe nicht ich entwickelt, sondern die hat jemand entwickelt, der sich im Internet selbst Shale Pumpkin nennt, beziehungsweise bei Reddit im Forum heißt er so. Und es ist eine Web-App, das heißt, ihr könnt die wirklich ganz bequem per Browser nutzen und die begleitet euch beim Spielen. Die funktioniert sowohl auf dem PC, also auf dem Tablet oder eben auch auf dem Handy. Das heißt, ihr müsst nicht die ganze Zeit am PC sitzen, sondern ihr könnt wirklich bequem euer Tablet mit zum Spieltisch nehmen und das dort hinstellen und begleiten und dann spielen. Und wer jetzt vielleicht Angst hat, oh Gott, dann hängt man nur noch am Bildschirm. Nee, so ist es nicht. Ich weiß, es gibt Spiele wie Destiny 3 zum Beispiel oder Herr der Ringe, die dann doch sehr app-lastig sind. Da braucht ihr keine Angst haben, das passiert hier nicht, sondern das ist wirklich nur minimal begleitend. Und wie das Ganze funktioniert, das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Ich habe es jetzt für meinen Teil etwa am iPad geöffnet. Den Link schicke ich euch oben auch in die Videobeschreibung rein. Und als allererstes müsst ihr erstmal wählen, welche Sets ihr denn überhaupt besitzt. In meinem Fall sind das tatsächlich alle. Und dann im zweiten Schritt müsst ihr auswählen, mit wie vielen Leuten ihr spielen wollt. Ihr könnt das auch, wie das normale Marvel Champions, bis 4 Leuten spielen. Und dann wählt ihr eure Charaktere aus, die ihr spielen wollt. Ich nehme jetzt mal hier, ich spiele doppelhändig, das heißt, ich nehme Captain America und Iron Man. Und dann müsst ihr entscheiden, wie viele Runden ihr denn spielen wollt. Ein Game ist ja auch immer ganz normal ein Kampf. Wir lassen das jetzt mal bei 5. Und jetzt würdet ihr die Marvel Champions Box rausholen und eure Decks bauen. Ganz normal, wie ihr sie sonst auch baut. Das haben wir jetzt getan. Und dann starten wir mal unsere Kampagne. So, ihr seht, jeder von den beiden Helden hat jetzt mehrere Upgrades zur Verfügung, mit denen er quasi die Kampagne startet. Also man kann sich eins von diesen drei aussuchen. Da müsst ihr euch jetzt überlegen, was ihr nehmen wollt. Diese Karten, die kommen zusätzlich zu eurem Deck hinzu, ne? Und dadurch wird das Deck aber nicht klobiger, weil ihr seht ja schon, hier habt ihr zwei Setup-Karten zum Beispiel, ne? Put Captain America's Helm into play. Das heißt letztendlich, ihr habt immer noch diese 30 Karten in diesem Fall, aber ihr hattet einen Bonus. Also die meisten Upgrades funktionieren so, dass ihr wirklich schon mit irgendwelchen Karten startet. Da müsstet ihr euch jetzt überlegen, was ihr nehmt. Was ein gutes Beispiel ist, bei Captain America ist jetzt zum Beispiel, ich kann den Hellcarrier jetzt schon mit dem Hellcarrier ein Spiel starten, was ziemlich gut ist, dann hätte ich eine Gratis-Ressource. Das mache ich jetzt einfach mal. Den würde ich jetzt zusätzlich in mein Deck nehmen. Dann hätte ich eben keine 40 Karten, sondern eben 41 Karten. Und auch bei Iron Man, ihr seht ihr jetzt zum Beispiel, könnte ich jetzt eine Protection-Karte nehmen. Wenn ich mir jetzt vorher mein Iron Man-Deck gebaut habe, aber ihn auf Aggression zum Beispiel spiele, kriege ich trotzdem diese Protection-Karte in mein Deck, beziehungsweise kommt gleich am Anfang aufs Spielbrett drauf. Das heißt, ihr könnt mit diesem Modus Karten von anderen Aspekten in euer Deck nehmen. Das haben wir ausgewählt. Und nun müsstet ihr eine Mission wählen. Da gibt es manchmal mehrere Optionen, es gibt mindestens immer zwei Optionen, wo ihr sagen könnt, okay, gegen wen wollt ihr denn kämpfen? Und ihr seht auch schon immer die Belohnung, was ihr kriegen könnt. Ne? Wenn wir jetzt gegen Rhino, also wir müssen gegen Rhino als ersten Gegner kämpfen, und dann müsst ihr euch überlegen, okay, wollt ihr irgendwie mehr Aggression-Karten bekommen oder wollt ihr vielleicht haben, damit ihr besser Bedrohungen entfernen könnt? Dann würde ich wahrscheinlich eher das obere nehmen. Oder möchte ich was für Schutz haben? Und jetzt steht ihr hier auch Heroic. Das bedeutet letzten Endes, Heroic, diese Karten beziehen sich auf Heldenkarten. Das heißt, wenn ihr dieses Szenario wählt, dann würdet ihr eure Heldenkarten verbessern können. Ich entscheide mich jetzt, okay, Protection und Heldenkarten. Heldenkarten finde ich persönlich stärker als Aspektkarten. Deswegen wähle ich das jetzt einfach mal aus. Und dann kämpft ihr auch schon gegen Rhino. Da würdet ihr jetzt ganz normal erstmal Rhino rausholen und sein Spielbrett aufbauen und auch seine Encounter-Sets fertig machen. Allerdings seht ihr ja, braucht ihr hier einmal das Rhino-Encounter-Set und einmal das Temporal-Encounter-Set. Das ist also ein bisschen anders als sonst, wenn ihr das eben klassisch im Standard-Modus spielt. Und so unterscheidet sich das auch. Am Anfang, wie gesagt, sind die Encounter-Sets noch ziemlich human, aber das wird halt eben auch, umso weiter ihr in der Kampagne vorkommt, natürlich auch schwieriger. Ich empfehle euch hier bei diesem Modus dann immer im Schwierigkeitsgrad Skirmish-Modus zu spielen.
Skirmish-Modus bedeutet, dass ihr nur eine Form des Gegners auswählt. Also es gibt ja entweder den in Stufe 1, Stufe 2 oder 3. Das ist bei den meisten Gegnern so, dass ihr wirklich sagt, okay, man spielt halt jetzt nur gegen Rhino 3 oder nur gegen Rhino 2. Das, was ihr auswählt, hängt natürlich von dem Schwierigkeitsgrad ab, gegen den ihr spielen wollt. Aber einfach, damit ihr es nicht, damit die Kampagne nicht zu lange dauert und dass man vielleicht auch so eine Kampagne an einem Abend fertig kriegt und eben auch den Progress der Helden sieht und nicht ewig in den Kämpfen festhängt, empfehle ich euch, wie gesagt, diesen Skirmish-Modus. Ihr seht jetzt hier die Upgrades, die wir ausgewählt haben für Captain America und Iron Man, die mit den starten wir dann logischerweise auch im Game. Und dann spielt ihr ab diesem Moment erstmal ganz normal Marvel Champions auf dem Brett oder auf dem Tisch. Und ihr braucht derweil die App erstmal nicht, bis das Spiel vorbei ist. Ist das Spiel vorbei, geht ihr auf gewonnen oder Niederlage, je nachdem, was ihr habt. Und dann müsst ihr die HP angeben, die ihr am Ende habt. Hier sage ich euch mal, es ist wichtig, oder wenn es irgendwie möglich ist, versucht die Szenarien immer mit möglichst viel HP zu beenden. Das ist ähnlich wie beim Experten-Mode im Marvel Champions, weil ihr habt jetzt gleich die Chance, entweder ihr heilt euch oder ihr nehmt das Upgrade. Da müsst ihr jetzt selbst überlegen. Ich zeige mal jetzt ganz kurz, sagen wir mal, Captain America hat es mit 11 geschafft und Iron Man hat nur noch 7 HP. So, dann hätten wir jetzt die Wahl, okay, bei Captain America ist klar, wir nehmen in diesem Fall die Pilotlizenz, die wir upgraden, und bei Iron Man müssen wir jetzt überlegen, hey, heile ich mich jetzt um 2 HP oder nehme ich ein Medical Team zusätzlich, mit dem ich quasi ins Game starte. Ich denke, da ist die Entscheidung ziemlich klar, ich würde jetzt nicht wegen 2 HP ein Upgrade nicht nehmen, weil ich kann mich ja in der ersten Runde heilen, dementsprechend nehme ich das Medical Team. Habe jetzt diese Upgrades bekommen und jetzt würdet ihr quasi in Level 2 gehen. Bei Level 2 könnt ihr euch wieder ein Upgrade auswählen, was ihr haben wollt. Könnt ihr jetzt zum Beispiel sagen, okay, bei Captain America nehme ich auch ein Medical Team und bei Iron Man nehme ich den Arc Reactor, dass der gleich am Anfang ins Spiel kommt. Hier seht ihr auch nochmal, bei Heroic bedeutet halt wirklich, dass ihr eine Heldenkarte, dass sich das auf eine Heldenkarte bezieht. Dann habe ich die Upgrades bestätigt und müsste jetzt für Level 2 auswählen, gegen wen ich kämpfen will. Und jetzt habt ihr auch zwei unterschiedliche Gegner. Ihr habt jetzt, könnt jetzt zwischen Norman Osborn und Claw wählen und auch eben dementsprechend, je nachdem, welche Upgrades ihr haben wollt. Wir gehen jetzt mal in diesem Fall mit Claw, nehme ich jetzt einfach mal. Das kennen wir schon alles, das überspringe ich jetzt auch mal. Das lassen wir so. Wir kriegen wieder unsere Upgrades. Gehen in Level 3. Können nochmal ein Upgrade auswählen. So. Und jetzt seht ihr Folgendes. Jetzt treffen wir hier in Level 3 oder können in Level 3 auf die Wrecking Crew treffen. Und hier gibt es dann aber schon mal eine Master Challenge. Die Challenges werden, je höher ihr im Level seid, immer mehr. Also wenn wir jetzt auf Level 4 und Level 5 gehen, werden noch mehr Challenges hinzukommen. Es wird also auch schwieriger. Soll es ja auch werden, weil euer Deck wird ja auch besser und es soll ja schön knackig bleiben. Das geht, wie gesagt, so lange bis Level 5 und am Ende redet dann kurz Nick Fury mit euch, wenn ihr es geschafft habt. Ist an sich eine super coole Sache, finde ich. Mir macht das mega Spaß, das zu zocken. Was vielleicht wichtig ist, was gesagt sein sollte, ist, umso mehr Sets ihr habt, umso abwechslungsreicher ist die Kampagne. Wenn ihr jetzt nur das Core-Set habt, dann wiederholt sich das ziemlich schnell. So, und wenn ihr euch die Sets aber jetzt nochmal anguckt, dann werdet ihr feststellen, dass hier nur die ersten zwei Cycle an Sets enden mit Scarlet Witch dabei sind. Ja, die App wird leider nicht weiterentwickelt. Allerdings war der Shea Pumpkin so freundlich und hat sowohl die Dateien als auch den Quellcode öffentlich gemacht, sodass jeder darauf Zugriff hat. Den Link packe ich euch auch nochmal unten in die Beschreibung rein. Und wenn ihr die Skills habt, könnt ihr euch gerne diese App weiterentwickeln. Mich persönlich würde es mega freuen, denn ich habe mega Spaß mit der App. Würde mich natürlich freuen, wenn es weitergeht, weil ja auch gerade die neueren Kampagnen und die neueren Helden auch nochmal sehr viel Spielspaß reinbringen. Habt ihr diese Skills nicht, ist es nicht so schlimm, denn mit den neuen Helden könnt ihr trotzdem spielen. Dann wählt ihr einfach am Anfang euren Helden aus, den ihr spielen wollt, gebt dann da einen anderen Helden an und sagt halt, okay, obwohl ich jetzt hier
Miles Morales bin, will ich ihr Black Panther. Das funktioniert trotzdem. Allerdings müsst ihr berücksichtigen, dass dann bei den Upgrades wiederum keine neuen Karten reinkommen für euch, denn die App weiß ja leider nicht, dass es diese Karten gibt, die Datenbank. Das war es soweit von Roguelike Marvel Champions. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Probiert es mal aus. Mir macht es mega Spaß. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Haut rein!